stehen ja, die ganze Zeit. Der Tom, der freut sich schon. Ja, wir freuen uns natürlich auch auf das Main Event. Wird ja wahrscheinlich ein bisschen parteiisch unsererseits, aber gut. Wir versuchen uns zurückzuhalten. That's life. Oh, deutlicher Größenunterschied. Mhm. Blaue Ecke, fast ein Kopf größer. Tatsache, ja. Beide? Das heißt, Ivan, rote Ecke, muss natürlich versuchen, die Distanz zu brechen, je nachdem, ob ja, Lafoudre dann die Distanz beibehalten wird. Ne? Ja. Bernackel auch, ey, ich freue mich. Touch Gloves, finde ich gut. Also Touch Hands, viel mehr. Ja, auch wieder andere Auslagen. Definitiv, ja. Lafoudre hier mit der Southpaw-Auslage. Beide vorsichtig am Abtasten. Ja, ja, die haben mitbekommen beim ersten ja, Kampf, ja, jeder ja, Schlag ja, kann entscheidend sein. Ja. Lafoudre gehört die Ringmitte im Moment. Ja, beide spielen viel mit der Führhand. Ja, ja. Versuchen den Gegner zu irritieren, ein bisschen genau, fintieren, Head-Movement. Müssen natürlich aufpassen, dann wird der Referee gleich auch darauf ja, hinweisen, nicht festhalten und nicht mit offenen Fingern eigentlich nach vorne. Das, das Risiko für einen Eye-Poke, sehen Sie es? Ersten 40 Sekunden sind schon um. Und ich denke eher, dass die Ansage jetzt ist, dass beide ein bisschen aktiver sein sollen. Nee, es war tatsächlich die Eye-Poke-Ansage, so, also okay, die Finger-Close, bitte. Okay. Jetzt guck, beide achten da drauf. Ja, ja, das stimmt. Das wird im Affekt gleich wieder passieren, dass ja, man oh, versucht abzuwischen. Da war schon der erste Versuch ja, von der roten Ecke. Erste Minute ist um. Ja, Lafoudre gehört immer noch die Ringmitte. Mhm. Versucht seinen Gegner zu stellen, aber Ivan tänzelt da einfach ganz entspannt drumherum. Ja, aber auch wenig Aktion beiderseits. Ja. Wobei Ivan immer wieder versucht reinzugehen, ne? Da ja, aber vorsichtig ist. Ja, ja gut, muss er auch. Ne? Sonst ja, bleibt er auf Distanz, er ist kleiner, deutlich ja, kleiner. Ja, jetzt spielen sie sich gegenseitig. Ja, komm doch, komm doch. Ja, ja. Versuchen sich beide ein bisschen zu provozieren, den anderen aus der Ruhe zu bringen. Mhm. Da wird festgehalten jetzt von Ivan, wird gleich auch guter. Oh, was ist ein Schwinger. Ja, boah, aber wenn Schwinger, die gesessen hätte, wenn der sitzt, dann wäre dann wär, ja. 20 Sekunden noch. Auch wieder dieses Festhalten, ne? Das habe ich ja, jetzt deutlich gesehen, ja, dieses Festhalten von der roten Ecke. Du weißt das selber, das macht man so im Affekt. Also ich mache das auch tatsächlich. Also nicht ja, festhalten, aber dieses Abwischen mit ja, offener okay, Hand, das meine ich. Ne? Ja. Oh. Ja, jetzt werden beide ein bisschen. Oh, guter Treffer, guter Treffer von Lafoudre. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Johann war sein richtiger Name, war? Sag Johann. Ich sag Johann. Die Deutschen. Man sieht ganz klar, Ivan versucht ja, es mit Schwingern aus der Hölle ja, von ganz hinten. Aber wenn die connecten, dann connecten ja, die. Ja. Ich hoffe, euch zu Hause geht's gut. Ihr habt eine schöne Veranstaltung bis dato. Ja, Ivan hat schon vorab gesagt, dass er auf jeden Fall aggressiv in den Kampf reingehen möchte und Gas geben möchte, weil er sich darüber bewusst ist, dass der Gegner eben größer ist. Und ich würde sagen, das macht er in der ersten Runde schon ganz gut. Ja, aber also da viel, geht noch mehr, finde ich. Da also, geht noch mehr. Schon noch ein bisschen zurückhalten. Ich kann mir gut vorstellen, dass in der letzten Runde wird es richtig abgehen. Ja, definitiv. Letzte aber beide den Sieg ja, nur durch Knockout. Und es ist halt selten, dass in mehr natürlich über die Runden und über die Punkte geht. Ne? Ja. Weil es halt echt schnell geht, dass einer einschläft oder runter muss. Ivan wird von seiner Ecke nochmal motiviert hier. Ich finde aber, man sieht bis jetzt noch nicht den Karate-Stil. Also hätte nee, ich jetzt nicht, ne? rausgesehen. Ich auch nicht. Nein. Er macht das gut. Er macht ja, das gut. Sehr gut. Bisschen weniger schwingen vielleicht, weil er in dem Moment natürlich auch sehr offen ist, aber ich will auch nichts hier kritisieren, um Gottes Willen. Wieder Finger closed. Genau. Ja, das war schon ein bisschen zu viel, das muss man echt sagen. Aber nicht bewusst von ihm. Ja, wahrscheinlich kann halt einfach am Ende so des Tages auch einen Punktabzug geben. Das stimmt. Ne? Bei mehrfacher Ermahnung. Ich glaube jetzt noch einmal und dann gibt das ja, schon einen Abzug. Ne? Aber gut, wenn er über K.O. geht, geht er über K.O. Ne? Ja. Ja, er versucht immer wieder, sich mit dem Schwinger reinzukommen und ihn ja, zu treffen. Aber da fehlt einfach die Distanz. Da fehlt die Distanz. Aber ja, das macht Lafoudre auch gut. Ne? Er tänzelt ja, da gut raus. Ne? Das muss man ihm einfach ja, lassen, das stimmt. Gebe ich dir recht. Auch sehr fokussiert beide. Gucken sich tief in die Augen. Auch untypisch, meiner Meinung nach. Also ich gucke immer gerne aufs auf die Schulterblätter ich so, auf das Schlüsselbein. Auf den Kehlkopf. Ja, auf den Kehlkopf. Ja, das ist so die Mitte. Okay. Guck mal so auf die Schlüsselbeine, so uh-huh, obere Brust. Ui, oh. Gestolpert. Umgeknickt? Nein. Nein, nein, gestolpert so ein bisschen. Ja, ich bin schon gespannt, wie viel Blut am Ringboden sein wird nach dem letzten Kampf. Er sieht dann auch relativ oh, sauber aus. Guck mal in die Ringecke von Ivan. Ja. Sein Trainer zeigt ihm die Schläge. Er schlägt die Schläge selber ja, in die Luft. Guck. Ja. Sehr cool. Ich weiß nicht, ob man es zu Hause im Fernsehen sieht. Ich wahrscheinlich nicht. In der rechten Ecke. Aber es ist cool. Da aber sieht man es, glaube ich, ja, ein bisschen. Ja.
Aber das sieht mit. Ivan natürlich nicht, ne? Das muss er reinrufen. Ivan hat keine Augen für seinen Trainer gerade. Jetzt wollte er sich reinziehen. Jetzt Active Clinch. Guter Clinch. Weggedreht. Okay, Break. Ist ein Break. Okay. Ja, die letzten 20 laufen jetzt gleich an. Was natürlich gefährlich ist bei dieser, schon wieder bei der Overhand, ne? Bei diesem wilden Schwinger von Ivan. Ja. Wenn Johann das Ganze mit einem Uppercut stoppen würde, ne? Und der dann trifft, definitiv, dann ist definitiv. Eine, jetzt deutet er an. Jetzt hat er richtig Bock. Jetzt geht's los. Letzten 10 Sekunden. Ah, schüchtert das den Lafoudre ein bisschen ein? Sieht ein bisschen unsicher aus. Ja, jetzt. Das stimmt. Ich glaube, der. Aber gut. Break. Es wird auf jeden Fall wieder. Zeigen. Ich glaube, die letzte Runde wird ein richtiges Feuerwerk. Jetzt wird ein Feuerwerk angefasst, das glaube ich auch. Der Ivan, der hat Bock. Ja. Auch hier, ich weiß nicht, ob ihr die von zu Hause seht, aber auch einen Dank an unsere Ringgirls, die hier Runde 3 einläuten mit einem schönen Schild. Ah, da sieht man es nochmal. Der Trainer von Ivan, wie er den Schläger anzeigt. Auch gute Show hier, muss ich sagen. Also hat der Konstantin super organisiert, ne, mit den Tänzerinnen. Auch die Gastfreundschaft von Konstantin ist unfassbar. Er hat gefühlt jedem Gast hier in der Halle die Hand gegeben und hat sich vorgestellt. Ne? Also hier bin ich echt gerne bei dir. Hundertprozentig. Also da nehme ich auch die 6 Stunden Fahrt in Kauf. Ja. Erstes Mal, dass ich hier bin, aber echt eins der best organisiertesten Events, auf denen ich je war. Und du darfst nicht vergessen, ich war noch nie hier. Noch nie, du auch nicht, okay. Du darfst nicht vergessen, es ist ein Nachtclub und der hat alles umgebaut. Ja. Ne? Ist krass. Ja, letzte Runde. Ah, ich würde sagen, bisher sogar relativ unentschieden, oder? Ja, ich bin auch bei dir. Also wenn ganz die dritte Runde jetzt so aussieht, gibt es entweder ein Draw oder es wird eine vierte Runde geben. Ja. Und ich bin für die vierte Runde. Ich auch. Ja, wir wollen K.O. sehen, ja, wir wollen so. Blut sehen. Dafür sind wir hier. Ja. Okay, beide auf jeden Fall konzentrierter. Guck mal, Johann auch, ey. Guter Treffer. Schöner Treffer. Geknallt. Lange führen, gut durchgekommen. Ja, das ist halt das eben ist halt so das Ding, das muss er ausnutzen. Genau. Seine Länge. Ja. Und das macht er meiner Meinung nach noch viel zu wenig. Ja, definitiv. Er schlägt auch zu wenig. Man hat gesehen, die führen, die ist gut durchgekommen. Wenn er die öfter knallen würde, dann wieder hätte Ivan auch gar nicht diese Zeit zu überlegen, wann setze ich den Schwinger, wann gehe ich rein. Definitiv. Boden ist rutschig. Ja, Boden ist, glaube ich, etwas zu rutschig. Ja. Da wird nochmal nachgewischt von unserem Referee. Auch danke an die Referees, an die Punktrichter, an die ganzen organisatorischen Dinge, die hier im Hintergrund erledigt werden. Ja. Danke an jeden Einzelnen, der dieses TBL hier zu TBL macht. Kampf geht weiter. Oh, jetzt guck mal, wie klein er sich macht. Ich glaube, er will ein bisschen provozieren, einfach auch ihn ein bisschen aus der Reserve locken, weil Lafoudre einfach nicht viel arbeitet. Wenig Aktion. Das stimmt. Da war die lange Hand wieder. Das war die Schlaghand. Ist aber nicht durchgekommen. Ist nicht durchgekommen, aber er weiß dann, ihm fehlt da. Die ist aber durchgekommen. Ja, das sieht man direkt. Direkt. Und Ivan wird emotional. Habe ich das Gefühl. Ivan wird emotional. Und wild. Ja. Das kann zum Fängnis. Definitiv. Ja, jetzt wird aber Johann auch viel aktiver. Ne? Jetzt er weiß, dritte Runde. Ne? 40 Sekunden noch. Jetzt macht Lafoudre kurz Druck. Schön, immer im Wechsel. Ja. Oh, der hat gut gesessen. Overhand. Ja, der war gut drin. Aber Ivan hat halt auch einen Bumskopf, ne? Meine Fresse, der kann halt was einstecken. Letzten 20 Sekunden. Ach. Wieder ein Schwinger. Aber auch mal ganz knapp vorbei, ne? Ja, wenn die einmal sitzt, stimmt, ey, boah, dann ist Feierabend. 10 Sekunden. Okay, jetzt wird geklincht. Hinterkopf bitte nicht. Wird auch direkt unterbunden vom Ref. Komm, jetzt nochmal Vollgas. Komm. Er will in die Mitte, Ivan will in die Mitte. Oh, jetzt wird angeklingelt. Da wurde ganz kurz einmal angeklingelt. Okay, Zeit. Ich denke, die dritte Runde geht deutlich an Lafoudre, die Jeffs, die getroffen haben und jetzt gerade nochmal der Treffer. Ja. Ja, bin ich mal gespannt, was jetzt entschieden wird. Einer der wenigen Bernacke-Kämpfe, der nach Pusten ausgeht. Wer weiß, vielleicht gibt es eine vierte Runde, Nicole. Meinst du? Ich weiß Könnte nicht. Gut sein. Ja? Könnte echt gut sein. Also ich wäre für eine vierte Runde. Definitiv. Die beiden haben Lust.
Die können auch noch, die sehen noch gut aus. Ja, die sind wild. Geben sich beide Respekt, auch wenn sie sich während des Kampfes provoziert haben. Ja. Schön. Sind wir gespannt aufs Urteil. Ich auch. Ja, ich... Konstantin geht in den Ring. Ich glaube, es gibt eine vierte Runde, oder? Nee, anscheinend nicht. Dieser Kampf endet 2-0 nach Punkten. Aber geht an die blaue Ecke. Er hat deutlichere Treffer gehabt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Er hat auch immer das Ringgefühl einfach. Ja, das stimmt. Aber danach Ivan hat natürlich Druck gemacht. Das wird ihn jetzt natürlich ärgern, weil er bestimmt denkt während des Kampfes, ey, ich habe dominiert, weil ich Druck gemacht habe. Aber gut, es ist halt... Die klareren Treffer waren deutlich in der blauen Ecke. Das muss man einfach so sagen. Vielleicht gibt es einen schönen Rückkampf. Ja, wieso nicht? Klar. Wir haben Übersetzer auch. Aus Frankreich, ne? Ja, stimmt. Thank you so much. You are always welcome here, brother. Schön. Schön zu sehen. Ваня, чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть дистанцию не почувствовал. Но хороший бой. Рубился. Рассказывай. Да что рассказывать? Вышло, как вышло. Я готовился, честно. Пахал каждого дня. Дуже сильно. Ivan mit dem Mikrofon. Konstantin wird gleich, denke ich, übersetzen. Спасибо. Спасибо. Das verstehe ich. Hat sich das Mikrofon auch geschnappt von Konstantin. Ja, ne? Also der ist auch ein Entertainer, wie man auch während des Kampfes gesehen hat. Ja, ist immer wieder schön, solche Leute auch kämpfen zu sehen. Er will es auch gar nicht wieder hergeben. Nö. Ja, aber es sei ihm gegönnt. Ja, ist so. Unter Emotionen ist das alles immer schön. Ich hoffe, Konstantin hat ein gutes Gedächtnis und kann gleich alles übersetzen. Genau, dasselbe habe ich mir auch gedacht. Ich will 1:1 wissen, was er gesagt hat. Я хотів сказати, так як ви поняли. І що страшно. Я хочу покликати сюди Ніну. Ніна, йди сюди. Похлопайте. А, я holt ihn in den Ring. Я пахав. Schöne Geste natürlich. Oder ich vertue mich jetzt. Konstantin Phil unterwegs, nee, glaube ich. Oder? Ich weiß nicht. Wieso ja, wieso? Jetzt nicht das seine Freundin, kommt das habe ich mir jetzt auch gedacht. Oh mein Gott. Nein. So Leute, also Ivan sagt, der hat alles gegeben, der hat wirklich sehr, sehr hart trainiert und der hat wirklich heute alles gegeben. Es hat ein bisschen nicht ausgereicht, aber... ich glaube, sie... Boah, sie hat richtig Angst vor ihrem Gesicht, man sieht es leider nicht bei euch zu Hause. Doch, sie wurde kurz eingeblendet gerade. Er möchte noch jemanden... Ivan lacht schon so, das wird es was. Es wird ein Heiratsantrag, ich glaube das nicht. Wie geil ist das? Ach, wie schön. Wie geil ist das? Oh mein Gott, Leute. Holt die Taschentücher raus. Ja. Ach, wie schön. Aber auf Knie geht er nicht, weil Knockdown gibt's hier nicht. Doch, 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 ja. Macht er. Ring ist auch am Start. Ja. Ey! Geil! Da stehen wir sogar auf. Wenn du jetzt aufstehst, Nicole, fliegt der Punkterichter weg. Auf jeden Fall. Oh, mit Blumen, TBL hat alles vorbereitet. Oh mein Gott, sehr schön. Oh, ich kann es gar nicht fassen. Wäre natürlich noch geiler, wenn er richtig Blut in der Fresse hätte. Ja, das wäre noch cooler. Ja. Geh mal reinmachen. Ach, ist das schön. Sie kann es gar nicht glauben. Schau mal ihr Gesicht. Voll, ja, sie ist voll fertig. Und die Blumen. Standing Ovations in der Halle, meine Damen und Herren. Sie hat ja gesagt.
sie hat ja gesagt, sehr schön, wunderbar. Ivan verliert seinen Kampf leider Gottes bei TBL, aber gewinnt in der Liebe. Ja. Pech im Spiel, Glück in der Liebe, oder wie war das? Irgendwie so. Oh, guck dir das Lied an, oh mein Gott. Ich muss mit Newton, sonst ziehe ich mit, Alter. Ah, das ist schön. Remix. Ich glaube, ich habe mitgesungen. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Ja. Scheiße. Du produzierst auch Musik. Ja, ich mache so ein bisschen nebenbei, ein bisschen so Rap-mäßig. Aber hört sich gut an. Dankeschön. Das, was Dankeschön. Ich aber es ist halt auch, ich mache halt meistens so Love-Songs tatsächlich. Ja, echt? Ja. Bist du so ein gefühlvoller Mensch, obwohl du so im Ring so... Teddy Kuschelbär. Ja, deshalb dein Spitzname? Ja. Nein, echt? Nicht deswegen, das hat noch eine andere Geschichte, aber ja. Okay. Vielleicht erzählst du uns die gleich nach der Pause. Zeit haben, schauen wir mal. Genau, jetzt gibt es gleich erstmal Pause. Ja. Danke, ihr habt Zeit, eure Pizza-Bestellung oder eure Pizza aus dem Ofen zu holen. Holt euch was zu trinken. Genau, gleich geht's weiter. Der nächste Kampf wird ein Boxkampf, klassischer Boxkampf. So Leute, was ich noch sagen wollte. Nach den Kämpfen ist es nicht vorbei.